Also ich kann das empfehlen, aktiv Ältere einmal dürfen dabei sein, obwohl ich noch nicht 60 bin. Sehr cool oben gewesen, sehr aktiv und ja, inspirierend. Wir haben es alle. Ohne es könnten wir nicht leben. Gesehen habe ich meins noch nie. Du vermutlich deins auch noch nicht, aber nicht so direkt. Es tut einfach seine Arbeit. Ohne dass ich ihm sage, es soll das jetzt machen. Es macht es einfach im Hintergrund. Und es behaltet mich am Leben. Pro Minute 60 bis 80 Mal im Schnitt macht es. Manchmal, wenn ich ein bisschen ausser Atem bin, 160 Mal. Und dann spüre ich es auch. Oft spüre ich es nicht. Und wenn ich es nicht spüre, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn ich es spüre, werden wir manchmal ein bisschen unsicher. 5 bis 6 Liter Blut jagt durch meinen Körper pro Minute. Bei einem Spitzensportler bis 25 Liter. Es versorgt meine Organe, meine Muskeln, meine Adern, meine, ich weiß nicht was, alles mit Sauerstoff. Wenn es mal nicht mehr schlägt, nicht mehr seinen Dienst verrichtet und stillsteht, dann ist das meistens das Ende von meinem Dasein und meine Zeit auf dieser Welt ist abgelaufen. Ich rede vom Herz. Das Herz, das ist vor allem früher als Zentrum, als Sitz angeschaut worden von deiner Persönlichkeit, von deinem Sein, von deinem Charakter, von deinem Denken. Darum wird ja in der Bibel oft dann das auch das gute oder das böse Herz so mit dem verglichen. Heute reden wir ja auch, dass vieles natürlich in unserem Hirn stattfindet. Und in den neuesten wissenschaftlichen Zeugen, die ich gelesen habe, habe ich gemerkt, dass man vermutet, dass wieder mehr im Herz passiert, als man auch schon gedacht hat. Also, dass unser Herz nicht einfach ein reines Organ ist, sondern durchaus auch kann reagieren auf Empfindungen oder uns steuert, sodass man sogar ein gebrochenes Herz bekommen kann, wenn man etwas Schlimmes erlebt hat. Es ist also nicht von ungefähr, dass wir das Herz mit Liebe symbolisieren, respektive Liebe ein Symbol von unserem Herz ist. Was wir gerne machen, machen wir von Herzen, weil wir es von innen raus machen können. Und was ich von Herzen machen kann, das mache ich meistens mit mehr Leidenschaft, mit mehr Enthusiasmus, mit Überzeugungskraft. Und das läuft einfach ringer, wenn ich es von Herzen machen kann. Natürlich ist es so, dass ich nicht alles von Herzen machen kann. Es gibt Sachen, das muss man ja manchmal einfach machen. Also in unserem Haushalt muss man gewisse Sachen machen und keiner von unseren Bürgern oder von unserer Familie sagt, das mache ich so gern. Aber grundsätzlich, was ich von Herzen machen kann, fällt mir ringer. Und um das geht es heute Morgen. Es geht um das Thema Liebe von Herzen. Und wir schauen zusammen erneut einen Text aus dem Johannesbrief. Der Johannes ist extrem hartnäckig auf dem Thema oben. Also in jedem Kapitel redet er immer und immer und immer über die Liebe. Einmal die Liebe zu Gott, einmal die Liebe von Gott zu uns, einmal die Liebe untereinander. Also das Paradebeispiel von diesem Beziehungsdreieck. Er redet immer von Liebe, die hier im Zentrum ist. Und eigentlich kann man sagen, so wie mein Herz, mein Leben, mein Lebenskreislauf aufrechterhaltet, so sagt echt Johannes, so ist die Liebe das Zentrum und die Liebe soll dein geistliches Leben aufrechterhalten. Soll dich eigentlich geistlich vorwärts bringen, die Liebe, die Besitz ist, sein Innerste und aus Liebe heraus, dass du denkst, aus Liebe heraus handelst, aus Liebe heraus bist. Liebe, die also hinter allem Motivation ist. Lesen wir also zusammen den Text. Johannes, 1. Johannes 3. Wir lesen Vers 11 bis 24. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte
und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil er die Taten Kains böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist das, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Da habe ich dort wenig gedrückt. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Oder der Luther schreibt, nicht nur mit Wort, mit dem Maul, sondern mit Tat und mit Wahrheit sollen wir lieben. Heran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in der Gemeinschaft mit ihm. Und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Es ist ein bisschen viel Text und vielleicht auch ein bisschen komplex, das Ganze. Darum probiere ich das nachher ein bisschen aufzuschlüsseln. Können wir nochmal zurückgehen, Joel, auf den ersten Vers? Also, er fängt ja bereits schon an mit dem Thema, schon der Einstiegsvers. Das ist das, was ihr von Anfang an gehört, und das ist echt die Botschaft, ihr sollt einander lieben. Als ich den Text so zuerst mal gelesen habe, habe ich mir überlegt, okay, kann ich denn einfach bewusst sagen, gut, jetzt liebe ich jemanden. Also, ist Liebe nicht einfach auch etwas, was passiert? Wie viel kann ich selber dazu tun, jemanden zu lieben? Kann ich einfach sagen, jetzt liebe ich den und dann liebe ich ihn? Oder wie erlebt ihr das? Es gibt Leute, da fällt mir das einfach. Das matcht so von Anfang an, hat man das Gefühl, man begegnet denen, das Gefühl, ah, hallo, und irgendwie funkert das so. Also dort ist es nicht so das Problem. Ich fühle mich sofort irgendwie verstanden, angenommen, habe das Gefühl, mal, wir reden die gleiche Sprache, wir sind einander sympathisch. Dann gibt es Leute, wenn ich denen begegne, dann, ja, die sind einfach, also das ist alles gut und recht, aber es funkt nicht gerade so. Man müsste sich mehr mit ihnen auseinandersetzen und die Frage ist halt, ist das Interesse noch da oder nicht? Und dort merke ich, dort hat jetzt die Liebe noch Luft nach oben bei so Leuten. Und dann gibt es vermutlich auch noch eine dritte Kategorie. Menschen, wo wir echt unsere Knörze haben. Vielleicht ist das, weil wir eine Geschichte haben mit ihnen. Vielleicht sind wir verletzt worden, vielleicht enttäuscht. Vielleicht irgendwie haben wir alles probiert, aber es hat nicht funktioniert.
manchmal sind das oft Leute, die wir mal ganz nahe gestanden sind. Und irgendwo passiert etwas zwischen ihnen. Und wir merken, die Menschen zu lieben, das ist eine rechte Herausforderung. Wie soll ich also mit dem Text umgehen, wenn ich selber merke, dass es schwierig ist? Kann ich einfach machen, okay, ich liebe jetzt den und dann ist das gut. Spannend ist, finde ich, dass der Text genau auf die Frage eigentlich eingeht. Ein bisschen versteckt. Aber im Vers 9, also da, wo der letzte Sonntag dran ist, dort redet Johannes von einer Neugeburt. Er sagt, ihr, die von Gott ein neues Leben von Neuem geboren worden sind, an euch richte ich jetzt eigentlich die Worte. Und somit sagt er eigentlich, das, was ich hier fordere, eigentlich von euch, oder was Gott fordert, das kann man eigentlich nur erfüllen, wenn man das Leben mit Jesus gestaltet. Sprich, wenn Gottes Liebe selber in dein Herz hineinkommt. Und das sind die eigentlichen Voraussetzungen, dass das überhaupt möglich ist. Spannend ist, dass das Alte Testament bereits von dem redet und sehr eine bildhafte Sprache hat. Im Ezekiel 36, Vers 26, dort heisst es, ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Da wird es fast ein bisschen grusig. Ich will euch ein fleischernes Herz aus eurem Körper rausreißen und will euch ein steinernes Herz rausreißen, weil es fleischiges gibt, also eins, das lebt. Und ich will aus euch sättige Leute machen, die meine Gebote können halten, also die Liebe, und so leben, wie es Gott möchte. Gott redet also von einer Herzplantation. Und wenn wir jetzt oft die Liebe, den Begriff auseinandernehmen, und das ist halt cool, dass die griechische Sprache viel präziser ist, der redet hier, der Text, immer, wenn es um Liebe geht, redet er immer von der göttlichen Liebe, immer von der Agape-Liebe. Er sagt also hier nie, probier aus dir raus irgendwie einfach alle zu lieben und probier aus dir raus einfach aus Liebe alles zu machen und die Welt zu verändern. Von dem redet der Text eben nicht. Und ich finde das mega entlastend. Der Text redet eigentlich, mach alles, was du machst, aus der Liebe Gottes raus. Und die Liebe Gottes, die kannst du nicht machen, die bekommst du geschenkt über. Und jetzt sagt der Text, da gibt es eine Abhängigkeit. Gott schenkt dir seine Liebe, dein Herz, eben die Herztransplantation. Und wie wird jetzt die Liebe aktiviert? Da sehen wir, in dem Text gibt es jetzt immer die Wechselwirkung. Die Liebe in mir wird aktiviert, indem ich sie anfange zu leben. Also indem ich sie lebe, fängt es an zu fliessen. Dann wird mein Herz, meine Liebe aktiviert, es schlägt und es fängt an, mein Körper, mein Kreislauf, mein geistlicher Kreislauf in Bewegung zu setzen. Man könnte vielleicht fast sagen, wie der Hunger kommt ja mit dem Essen, oder? Und manchmal müssen wir mal einen Gump machen, etwas tun, einen Liebesdienst und merken, okay, jetzt passiert etwas mit mir. Indem ich mich hingebe, indem ich das mache, fängt mein Herz sich an zu rühren, bewegen. Es setzt mich in Bewegung und es fängt etwas an zu aktivieren in meinem Leben. Und das ist eigentlich der Zusammenhang, der jetzt hier im Text kommt. Jetzt würde ich gerne das ein bisschen darstellen und die verschiedenen Versen in einen Zusammenhang stellen. Jetzt, Liane, musst du mich hier lotsen, wo soll ich das anstellen? Ist gut. Okay, jetzt sind meine Notizen ein bisschen weit weg. Ja, das geht nicht. Geht das auch noch? Gut. Also, kommen wir zum Herz. Als Zentrum, mach's von Herzen. Wenn du diesen Slogan mitnimmst, denke ich, ist gut. Mach's von Herzen. Kommt da ein Text in Sinn, der das extrem zum Ausdruck bringt? Fast in jedem Hochzeitskonten. 1. Korinther 13. Ist eigentlich ein sehr radikaler Text. Das heisst, du kannst alles machen. Du kannst dein Leben hingeben, du kannst tun und machen.
Wenn du es nicht aus Liebe machst, bringt es eigentlich nichts. Das ist noch recht radikal und hart. Weil manchmal denken wir, ja, ich mache nicht, ich mache es einfach. Und kommt vielleicht in ein Spannungsfeld, dass ich etwas mache, was ich gar nicht will. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt jetzt der Punkt? Wenn ich vielleicht in einer Aufgabe stehe und ich mache es einfach aus Pflichtbewusstsein, ist das natürlich edel auf einen Weg, das ist klar. Wenn ich aber merke, ich mache es und werde irgendwie bitter dabei oder ich mache es mit Widerwillen oder es hat sich halt wieder niemand gemeldet, jetzt mache ich es halt, dann würde ich dir sagen, dann lass es lieber sein. Weil, wenn wir manchmal Sachen machen gegen unser Inneres, kommt das ganz schräg raus. Da merkt man nämlich den Menschen dann oft auch an. Und da gibt es so komische Reaktionen. Und das ist ja da, wo der im Text kommt. Also wenn, wie heisst es dort, mit der Liebe, statt dass sie schön tönt, kommt sie einen dumpfen Ton über und gibt eher ein Ärgernis. Oder die Nacht, wenn es ganz dunkel ist, eine Laterne, die nicht leuchtet, ist nur eine Gefahr, dass man reinfährt. Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst dich fragen, und das würde ich dir ermutigen, in dich einkehren und überlegen, okay, warum habe ich vielleicht die Liebe zu meinem Dienst verloren? Hat das mit der Liebe zu Gott zu tun? Bin ich zu wenig angetockt bei Jesus? Liegt es dort, dass wenn ich näher eins werde mit Jesus, dass ich dann wieder eine Liebe bekomme zu dem, was ich mache? Oder ist es einfach nicht meine Aufgabe? Das könnte so die Fragestellung sein. Aber grundsätzlich, mach das, was du machst, aus Liebe. Und mach dich eins mit Jesus und fang von dort an, von dein Leben zu gestalten. Und dann wirst du authentisch. Und dort drin liegt eben dann eine Kraft. Die Kraft, dass du eben kannst, kraftvoll leben. Jetzt hat Hans-Jörg das schon angetönt. Der Text hat immer von zwei Modellen, aber ich stelle jetzt nur eins vor. Das ist ja gar so pessimistisch. Der Kain und der Abel, die beiden kommen vor Gott und beide geben das Opfer. Das eine Opfer wird angenommen, das andere nicht. Das wäre jetzt an sich eine Predigt selber. Warum das so ist? Dargestellt wird ja das so, dass der Kain eben böse ist und der Abel gerecht. Und gerecht wäre jetzt das erste Stichwort. Jetzt muss ich die aufkleben. Irgendwo. Gern. Zusammen geht es immer besser. Gerechtigkeit. Nein, wir müssen hier anfangen. Es muss gerecht zu näher kommen. Nein, nein, super, merci. Ja, also ein Richter sollte das darstellen. Genau. Nicht ein Besserwisser oder so ein Rechthaber, sondern einer, der gerecht handelt. Der Abel wird als Gerechter dargestellt, der, der gerechte Werk macht. Das heisst, ich gehe jetzt mal davon aus, die Liebe zu Gott regiert sein Herz und darum macht er auch das, was vor Gott recht ist. Durch Christus sind wir gerecht gesprochen, weil wir selber nicht können gerecht leben können. Aber durch Jesus sind wir gerecht gesprochen und darin können wir jetzt die Werke tun, die er für uns vorbereitet. Und das sind gerechte Werke. Wenn ich also in der Liebe von Jesus stehe, gibt das einen spannenden Zusammenhang von Liebe und Gerechtigkeit. Den Zusammenhang finden wir bei Gott sehr extrem. Gott steht für Gerechtigkeit. Er steht fürs Recht. In der Bibel kommt das immer wieder vor und ruft uns auf, uns für die Gerechtigkeit einzusetzen. Wenn du etwas liebst und du merkst, dem Mensch passiert Ungerechtigkeit, was macht das mit dir? Es berührt dich. Und du hast das Gefühl, hey, ich will helfen. Ich will hier Gerechtigkeit herstellen. Was passiert, wenn du den Menschen nicht liebst und du weißt, dem ist Gerechtigkeit passiert? Ungerechtigkeit. Es ist dir egal. Was passiert, wenn du Hass ist und ihm passiert Ungerechtigkeit? Schadenfreude. Also, das sind die Zusammenhänge. Je mehr du etwas liebst, je mehr
entwickelst du ein Feuer, eine Leidenschaft, dass an denen Gerechtigkeit passiert. Und weil Gott Menschen so liebt, ist er extrem und er ist der Erste, der sich für Gerechtigkeit einsetzt, auch in dieser Welt. Auch wenn wir das vielleicht manchmal bezweifeln und sagen, die Welt müsste doch gerechter gehen. Die Welt ist nicht so ungerecht wegen Gott, sie ist so ungerecht wegen den Menschen. Das vergessen wir manchmal. Gott setzt sich ein für Gerechtigkeit und er sagt, setzt du dich auch ein für Gerechtigkeit. Er schärft uns auch den Sinn, wo wir spüren, wenn etwas nicht gut abläuft. Und er kann uns das aufs Herz legen, dass wir dann anstehen sollen für jemanden, vielleicht für jemanden, der sich nicht wehren kann, anstehen und für Gerechtigkeit hingehen. Natürlich können wir nicht alle Ungerechtigkeiten auf dieser Welt lösen und wir können nicht für alles zuständig sein. Aber Gott, wenn du eins bist mit ihm, zeigt er dir, wo es dran ist, dass du anstehst. Für ihn, für einen Menschen und vielleicht ein Maul wirst, eine Hand für jemanden, der das nicht kann. Der zweite Begriff, das ist Leben. Jetzt habe ich das hier. Leben. Oder ewiges Leben. Ah, sorry. Ja. Genau. Der Johannes macht jetzt eine Umkehrwende und sagt, wer den Mitmensch liebt, an dem sieht man, dass er ewiges Leben hat. Und wer den Mitmensch nicht liebt, nein, das heisst, der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das heisst, in den Augen Gottes schlussendlich ist das wahre Leben das in Verbindung mit dem und seiner Liebe. Also vom Tod durchgedrungen ins Leben, ewiges Leben. Das heisst, wenn wir durch die Liebe Gottes durchdrungen sind, sein Kind, seine Söhne, seine Töchter sind, fließt eigentlich blaues Blut durch deine Adern. Du hast eine neue Identität. Du bist ein Bürger auf dieser Welt, vom neuen Reich, vom neuen Land. Du repräsentierst ein Stück Kultur vom Himmel, weil du lebst jetzt nach dem Maßstab von Gott und nicht mehr nach dem Maßstab von dieser Welt, weil die Liebe von Gott, die regiert jetzt dein Leben. Das heisst, du kommst auch einen anderen Blick über aufs Leben. Gott kann dir auch ein Ja geben wieder zum Leben, wenn das vielleicht verloren geht. Er kann dir Perspektiven geben fürs Leben, da aber auch darüber aus. Gesteuert von der Liebe, weil Gott dich liebt und du angenommen bist, kannst du ein Ja bekommen zum Leben und kannst das Leben anfangen zu lieben. Der nächste Begriff, der vorkommt, ich sage dem Hingabe. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern geben. Die Liebe Gottes hat Jesus auf die Welt getrieben. Die Liebe Gottes hat Jesus auf die Welt getrieben. Zu dir, zu mir. Und ist so weit gegangen, dass er selber sein Leben gelassen hat. Und jetzt fordert hier der Johannesbrief, Jesus ist unser Vorbild, seine Liebe lebt in dir, also werden wir fähig, unser Leben füreinander herzugeben. Und was heisst das? Kann man überlegen, was heisst denn das eigentlich? Ich gebe mein Leben her füreinander. Ich glaube, es heisst jetzt für mich, ich mache mich zuständig für meinen Nächsten. In dieser Geschichte von der nächsten Liebe ist es darum gegangen, da liegt einer am Boden und keiner fühlt sich zuständig für den. Jeder läuft drauf vorbei und sagt, das ist nicht mein Bier, der geht mir nichts an. Aber die Liebe treibt dich dorthin, dass du sagst, mal, der geht mir etwas an. Das war ja auch das gewesen, bei Kain und Abel. Also nachdem der Kain den Abel umgebracht hat, kommt er zum Gespräch mit Gott. Und was sagt Gott zuerst? Du, Kain, wo ist eigentlich die Brüder? Und die Antwort von Kain, ich muss mich ein bisschen Brüder hüten.
Und Gott sagt eigentlich, ja, eigentlich wärst du zuständig für die Brüder. Eigentlich wäre das dein Job. Wenn du ihn lieben würdest, wäre er dir nicht egal. Also aus der Liebe heraus heisst das, mein Nächster, mein Mitmensch, ist mir nicht egal. Ich stelle mich dazu, ich bin zuständig, ich stehe an zu ihm und lass an. Ich öffne mein Herz, ich lasse, ich schaue, ich bin parat, mir hinzugeben. Wenn ich das natürlich nur aus Pflichtbewusstsein mache, für uns ist es natürlich cool und für diesen ist es vielleicht auch gut, aber wenn ich nur aus Pflichtbewusstsein und nicht aus Liebe ständig mehr so hingebe, ist die Gefahr, dass ich verbrenne, mehr aufopfere und am Schluss irgendwo einfach in ein ungutes Gewicht komme. Wenn ich es aber aus Liebe mache und selber immer wieder erfüllt wird von Gott mit seiner Liebe, dann zeigt er mir auch, wo es dran ist, dass ich zuständig werde. Nicht jede Not bin ich zuständig. Auch da, das hat wieder mit dem Einsatz zu tun, dass ich los, wo machst du mir Gott zuständig? Wo ist dran, dass ich anstehe, dass ich mir hergebe, dass ich die erste, die zweite, die dritte Meile gehe? Mit meiner Art, mit meinen Gaben? Und dann kann ich eben echt sein. Ich kann es von Herzen machen. Das sagt eigentlich der Text. Ich nehme da noch ein Wort dazu, wenn wir noch ein paar Verse weitergehen. Dienen. Das ist ein Butler, also den hat man vielleicht erkannt. Das ist so eine Brigade in London. So vor der. Der geht sein Leben ja völlig hin, legt da die Kleider an. Die würde ich nie machen. Aber die machen das aus Leidenschaft. Die geben sich hin für die Sache, für den Palast, für die Königin. Dienen. Jetzt sagt der Johannes, hey, liebe, nicht nur mit dem Mund, das ist zwar schön, du gehörst dir vielleicht gerne, ich habe dich gerne, du bist gut, ich liebe dich, das haben wir ja gerne. Und meine Frau sagt mir manchmal, sag mir doch das manchmal wieder. Also Worte sind auch wichtig, würde ich sagen, aber nicht nur. Es nützt nichts, wenn ich einfach nur, ich habe dich gerne sage oder ich liebe dich, aber mein Leben hat eine ganz andere Band. Ich liebe dich, aber es ist mir egal, wie es dir geht. Das passt nicht zusammen. Also, mach das, was auch authentisch von innen rauskommt. Sprich, lieb nicht nur mit Maul, sondern mit Tat und mit Wahrheit. Und da geht es um Tat. Jesus war der erste Diener. Er hat auch das vorgelebt. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat dient. Das Bild von der Fußwaschung, aber es gibt noch ganz viele andere Geschichten. Er hat dient, aber es ist auch spannend. Er ist nicht menschenabhängig geworden, dort drinnen. Und das ist vielleicht manchmal auch eine Gefahr. Man kann auch dienen, weil man selber durch das Bestätigung bekommt oder Anerkennung. Die wahre Motiv ist, aus der Liebe Gottes raus zu handeln und darum zu dienen. Das macht mich nicht abhängig von diesem, auch nicht auf die Rückmeldungen, auf meinen Dienst. Jesus ist immer wieder zum himmlischen Vater zurück, hat mit ihm Zeit verbracht, hat sein Herz, ich sage jetzt mal, geeicht und ist aus dem heraus wieder in Dienst. Hat sich aus dem heraus den Menschen hingegeben. Und das sieht man ja manchmal auch, wie Gott einem Menschen im Voraus gezeigt hat. Also er hat zum Teil gewusst, wem er wird begegnen, wenn er unterwegs war. Dass da, ich weiss, er heisst unter einem Palmenbaum. Ich weiss den Namen gerade nicht mehr. Philippus, sag, genau. Oder der Zachäus. Der hat sich ja versteckt, aber Jesus hat den gesehen. Also Gott zeigt dir, wo du sollst dienen. Und dann kannst du es auch von Herzen machen. Kannst du ein Ja haben und das tun. Wenn du aber den verschliessest, dann heisst der Text, dann kann die Liebe nicht mehr fliessen und sie verlässt dich, heisst sogar. Also die Liebe wird wieder aktiviert, indem du das dann machst, indem du dienst. Dann wirst du selber, dann fliesst es, wie das Blut, das durchs Herz, vom Herz ausgeht, durch die Arterien, glaube ich, wenn ich recht bin, und durch die Venen, stimmt das, wieder zurückkommt. Und dann kommt es wieder ins Herz und es geht wieder. Und so passiert das. Und so geht das im Kreislauf. Auch in unserem Glauben, von Gehen, von Nehmen, Empfangen und Hingabe.
Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Also, lieb nicht nur mit Tat, sondern auch mit Wahrheit. Ah, da musst du noch gehen. Schwierig war, wie man das darstellen kann, die Wahrheit. Es ist spannend, dass es in einem Text heisst, auch im Korinther, die Liebe ist ohne falsch. Je mehr du jemanden liebst, je schwieriger fällt es dir, den zu belügen, oder? Weil du weißt, wenn du den belügst, wenn du nicht zur Wahrheit stehst, dann passiert etwas zwischen ihnen, dann gibt es Distanz. Wenn du das egal bist, fällt das Lügen vielleicht einfacher oder nur die halbe Wahrheit erzählen. Jesus identifiziert sich extrem mit Wahrheit. Er sagt sogar, ich bin die Wahrheit. Also auch das hat wieder sehr viel damit zu tun. Er sagt, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit. Wenn ich eins bin mit Jesus, komme ich einen Blick über für das, was wahr ist. Auch wenn ich das vielleicht nicht immer ausdrücken kann, aber ich spüre, was richtig ist. Und ich kann dem nachgehen. Und ich kann lernen, für die Wahrheit anzustehen. Manchmal braucht das vielleicht Mut. Ich muss mich exponieren, vielleicht in einer Diskussion, indem ich sage, stopp mal, ich sehe das anders. Ich habe da eine andere Meinung. Ich habe einen anderen Blick über die Situation. Oder mit uns, das Ganze läuft jetzt einseitig ab. Wir müssen mal das noch bedenken. Und so weiter. Manchmal muss man sich exponieren. Und darum sagt auch Johannes ja am Anfang, wundert dich nicht, wenn ihr gehasst werdet. Weil Wahrheit schmerzt manchmal. Man hört nicht immer gerne die Wahrheit. Der Putin belügt, glaube ich, sein Land ziemlich stark, weil sie die Wahrheit nicht könnten ertragen, vermutlich. Und nicht mehr hinter ihm stehen. Je mehr als wir in der Liebe stehen, je mehr kann ich zu Wort stehen und authentisch anfangen leben. Also das, wie ich bin in mir und das, wo ich lebe, wird eins. Und ich kann mit gutem Gewissen zu dem stehen, wo ich mache. Zu dem, wo ich rede, zu dem, wo ich handle, ich werde authentisch. Jetzt ist es nämlich spannend, dass der Text vom schlechten Gewissen redet. Manchmal stimmt das ja nicht ganz überein. Eben, ich mache etwas, aber in mir sieht es anders aus. Oder ich mache etwas nicht, was ich hätte sollen, und ich komme ein schlechtes Gewissen über. Wenn du jemandem gegenüber ein schlechtes Gewissen hast, was hat das für einen Einfluss, wenn du ihm wieder begegnest? Das ist noch ganz spannend. Wenn man jemandem ein schlechtes Gewissen hat, kannst du ihm gar nicht so gut in die Augen schauen. Ist dir das auch schon auffallen? Also Kind, vor allem immer die armen Kinder mit dran glauben, für den Kind ist das einfach sehr offensichtlich. Wenn ein Kind ein schlechtes Gewissen hat, es weicht im Blick aus. Warum? Es erträgt die Worte nicht Nähe. Und genau diesen Faktor nimmt der Text jetzt auf, aber in Bezug auf Gott. Und das wäre das Letzte. Wenn du ein reines Gewissen hast vor Gott, kannst du ganz anders im Gebet vor Gott kommen. Weil es steht dann nichts zwischen. Es heisst aber, Gott ist grösser als dein Herz und als dein Gewissen. Also eben, manchmal sind wir nicht authentisch, ist für Gott nicht das Problem, er vergibt. Und er bereinigt wieder die Beziehung nach oben. Und jetzt hat es eine starke Verheißung da drin. Wenn du mit reinem Gewissen in Wahrheit vor Gott kommst, heisst es, dann werden deine Gebete erhört. Das ist natürlich ein heikler Punkt, weil wir sind sehr schnell ja, beim zweiten Satz. Ja, und wenn mein Gebet nicht erhört ist, habe ich dann zu wenig geglaubt, ein schlechtes Gewissen, zu wenig gelost oder stimmt sonst etwas nicht? Ich würde jetzt diese Frage einfach mal weglassen, sondern einfach zuerst mal die. Wenn du eins bist mit Jesus, in Wahrheit lebst, kannst du voller Zuversicht, im Hebräer 4, kommt voller Zuversicht vor den Gnadenthron, damit ihr Hilfe erfahrt in den Zeiten, wo ihr es braucht. Und Barmherzigkeit. Also kannst du voller Zuversicht vor Gott kommen und für Anliegen einstehen im Gebet. Und weil du eins bist mit Gott, leitet er dich auch im Gebet. Das sind nicht unbedingt egoistische Gebete. Klar, manchmal tut uns Gott vielleicht auch die noch erfüllen, weil er es ja gerne Gutes tut. Aber du betest ja anders. Im Einsein mit Gott durch den Heiligen Geist betest du anders als ohne. Und dann wirst du erfahren, dass deine Gebete eine Kraft haben, dass etwas passiert da.
Und das stärkt wiederum die Glauben und aktiviert neu die Liebe. Also mach es von Herzen. Und wenn du merkst, ich kann es nicht von Herzen machen, hab Mut, tu die Mitte. Kehr in dich ein, lass auf Jesus, such eins mit ihm und bitte ihn zum Beispiel um Liebe für eine Sache, wo du dran bist. Bitte ihn und wenn du merkst, nein, das funktioniert nicht mehr, frag ihn, kann es sein, dass vielleicht mein Auftrag hier zu Ende geht, dass du etwas anderes willst von mir. Und wenn es mein Job ist, schenk mir Liebe, Leidenschaft für diese Geschichte. Und das können wir eigentlich für alles so beten. Wenn deine Lebenslust für Gott oder Perspektive, der Himmel sagt dir nichts, ewiges Leben, es ist kein Thema für dich. Kehre in dich ein, red mit Gott darüber, mach dich eins mit ihm, bitte um Liebe, dass du das Leben kannst bejahen, dass du kannst wieder Freude bekommen und einen Blick haben für das ewige Leben. Ich weiss nicht, wo du stehst. Es wäre spannend, vielleicht mit euch jetzt hier in Austausch zu kommen. Aber das könnt ihr ja selber vielleicht am Mittagessen oder mit Freunden oder so. Wie die das erleben, die Zusammenhänge. Ob das einfach abstrakte Theorie ist oder ob das wirklich so realisierbar ist in eurem Leben. Wir kommen jetzt vor Jesus und ich lade euch ein für das Abendmahl. Ihr Band könnte dann schon vorher kommen. Wenn wir das Abendmahl nehmen, machen wir ja eigentlich genau da. Wir machen uns ganz bewusst eins mit Jesus. Gemeinschaft mit ihm. Und ja, wir beten ihn durch das auch an. Der Vers 16, was heisst, er hat sich ganz hingegeben. Und an dem haben wir seine Liebe erkannt. Das symbolisiert ja das Abendmahl. Er hat uns sich ganz uns hingegeben, sodass wir uns ihm hingeben können. Und im Abendmahl sagen wir ja zu dem Schritt. Wir treten an seinen Tisch, machen uns eins mit ihm und nehmen eigentlich das neue Leben immer wieder in Anspruch, das wir durch ihn bekommen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns kennst und dass du uns wirklich mit neuer Liebe erfüllst. Und das bitte ich jetzt von Herzen. Du siehst, Jesus, wo wir vielleicht etwas auch nur noch machen, weil wir es noch machen oder irgendwo fehlt uns der Bezug. Wir fühlen uns nicht zuständig und du kannst uns aufzeigen, an was das liegt, ob das ist, dass etwas Neues dran ist oder ob unsere Liebe einfach erkaltet ist. Jesus, ich bitte, dass du unsere Herzen neu reanimierst, was dran ist, das für dich schlägt und für deine Sache und dass wir es wirklich an dir hergeben. Wir machen es für dich und wir wollen für dich leben. Und danke jetzt, dass wir das Abendmahl nehmen, Jesus. Du hast die Hecke für uns, du hast dein Leben gelassen, damit wir Leben haben, ewiges Leben. Und danke, dass du uns einladest an den Tisch, dass wir uns neu erfüllen mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Danke, dass du uns jetzt einfach segnest und unsere Herzen berührst. Amen. Wir haben dann auch zwei, die hinten für dich beten. Du hast ein Anliegen hast und sagst, hey, wenn das jemand mit mir betet, darfst du einfach hintergehen und das Gebet in Anspruch nehmen. Und jetzt lade ich euch ein, vorzukommen und das Abendmahl zu nehmen. Jetzt sind wir haben vier Stationen.